Ich sehe vor allem die großen Chancen, die wir haben durch Science 2.0, durch die weltweite Verfügbarkeit von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das bietet große Chancen auch zur Lösung globaler Herausforderungen. Deshalb sehe ich das sehr positiv. Ich denke, wir haben drei große Herausforderungen. Wir müssen zum einen natürlich ein Bewusstsein schaffen in der Bevölkerung, aber auch insbesondere in Schule, Hochschule, bei den Lehrkräften für diese Open Science, für die Verfügbarkeit von Wissen. Wir müssen zweitens, das ist, glaube ich, ganz wichtig, Mittel finden, wie wir die Qualität der Publikationen messen, wenn eben der Verleger wegfällt. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Und zum Dritten, wir müssen, denke ich, die Verleger, auch die wissenschaftlichen Verlage mit an Bord nehmen, um die Qualität dann auch der Veröffentlichungen sicherzustellen.